Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple News wieder am Start und zwar mit der nächsten App-Review und zwar mit Chasing Pup und zwar Fang den Hund. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Sieht nach einem schönen Kinderspiel aus, wo man natürlich auf den ersten Blick schon mal begeistert ist. Und wir fangen direkt mit Level mal 1 an und lassen direkt mal laden. Mal sehen, was da so bei rauskommt. Nach einem kurzen Ladevorgang sind wir dann endlich mal auch mal drin im Spielgeschehen, hoffe ich doch mal. Und da geht's dann nun endlich los. So, ganz einfaches Jump'n'Run, so wie das aussieht hier. Im lieben Kinderstil gehalten. Und wir müssen nicht viel machen. Wir müssen nur Gegenstände einsammeln. Und eine gute Miene zum bösen Spiel machen, würde ich fast mal sagen. Denn wir müssen den Hund fangen. Der ist aber auf der Flucht vor uns und versteckt sich wahrscheinlich. In dem Moment müssen wir natürlich dann hier das Springsymbol irgendwie aktivieren. Ach so, jetzt funktioniert's schon. Und da ist der Hund wieder vor uns und wir rennen hinterher. Fang den Hund an der Stelle erstmal. Wieder nicht gelungen. Ist mal eine Neuerung, denn die ganzen Run-Spiele wie Temple Run und hier Emily Erdbeer Run und wie sie nicht alle heißen, die sind ja eigentlich aus der hinteren Perspektive der Figuren sichtbar. Hier ist es allerdings so, wir können ohne Zeitlimit nach links und nach rechts laufen, um so viel wie möglich einzusammeln. Das Ganze ist natürlich so gedacht, ja, ich denke mal eher für kleinere Kinder. Ach so, jetzt haben wir hier den Handbedienmodus, damit man hier auch die Brücke runterlassen kann und dann läuft man wieder ins Ziel hinein. Amüsant ist das Ganze natürlich daher, dass man, wie gesagt, keine Zeitvorgabe hat und sich Zeit lassen kann. Für Kinder besonders interessant. Informationen für die Eltern findet man nochmal im Hauptbildschirm. Und es wird erneut jedes Level erklärt, wie man sich zu verhalten hat. So, gucken wir mal. Die Erdbeeren, die ich hier sammle, ist aber keine Zeitvorgabe, nein. Ich kann jetzt hier eine Weile stehen bleiben, es passiert nichts. Es ist wie bei Super Mario halt. Bloß, dass die Zeit halt nicht abläuft, sondern dass man das immer und immer wieder spielen kann. Und die 3D-Perspektive verändert sich natürlich insofern, dass man einiges sehen kann. Und wenn man hier wirft, dann kann man also die Hecke mit einem Apfel bezwingen. Und wir müssen den Diamant und so viel wie möglich Erdbeeren immer einsammeln, um 3 Sterne zu bekommen. Ist natürlich nicht ganz so schwer wie bei Spielen mit Angry Birds zum Beispiel. Da haben wir natürlich schon größere Probleme. Und jetzt haben wir hier Level Nummer 5. Oh, wir wollen aber nicht. Wir wollen aber nicht die Werbung entfernen. Soll es das jetzt schon gewesen sein? Wenn wir das jetzt hier machen wollen. Achso, wir müssen das Gerät online haben. Come back later for free level unlock. Achso, wann komme ich denn da wieder? Jetzt kann ich also erstmal nicht weiterspielen, so wie das Ganze hier aussieht, sondern erst später. Und jetzt bin ich hier gerade im Ladebereich. Was ist da los? Tja, was ist denn da los? Hier haben wir Äpfel wahrscheinlich. Achso, 15 Äpfel, wo wir jetzt hier Erdbeeren abwerfen müssen zum Beispiel. Oder Kisten. Und das funktioniert so in der Reihenfolge. Shit. Okay. Wir müssen so viel Erdbeeren wie möglich erreichen. Das ist natürlich eine schwierige Situation. Jetzt haben wir schon was. Bis der Balken oben voll ist. Aber ich denke mal, das muss man alles mit den 6 Äpfeln schaffen. Shit. Wieder zu spät reagiert. Ach Mist. So, was haben wir denn da? 81 Erdbeeren. Kann ich die dann auch anschließend verwenden? Oder werden mir die dann nicht gut geschrieben? Jetzt habe ich keine Äpfel mehr. 2 Sterne, 3 Sterne. 131 Äpfel habe ich bekommen. Erdbeeren habe ich bekommen, weil ich die Äpfel so gut platziert habe. Und es bringt mich aber trotzdem nicht so richtig weiter. Was kann ich denn hier mit diesen Erdbeeren anfangen? Come back. Aber wieso geht das jetzt nicht? Nee, wir wollen keine Werbung entfernen. Das muss doch auch irgendwie so funktionieren. Ach so, von den Erdbeeren kann ich hier also verschiedene Charakter kaufen. Das ist ja interessant. Aber was kann ich denn sonst noch tun? Hier im Store mal gucken. Ach, das ist schon das Einzige, was man bringen kann. Gehen wir hier nochmal rein. Hier müssen wir doch nochmal den Apfelmodus ausprobieren. Mal sehen, was es da noch so Schönes zu holen gibt.
So, hauen wir mal drauf. Ah, das war leider nur eine. Wir wollen natürlich nicht nur eine einzige Art Bilder immer haben. Wir wollen so viel wie möglich haben von dem Kram hier. So. Weiter geht's. Nee, das wollen wir auch nicht. Das ist auch doof. Komm schon. Ach, wieder zu spät reagiert. 41 Erdbeeren. Shit. Das hat wieder nicht geklappt. Wir müssen ja auf die Kisten zielen. Und, nee. Auch das hat wieder mal nichts gebracht. 5 haben wir noch. Irgendwie klappt das hier mit dem Ziel nicht so richtig. Weil ich meine, du kannst es wirklich nicht verändern. Du musst einfach so versuchen, immer drauf zu werfen. Oh, weil nur 2 Sterne war. So, was passiert jetzt? Habe ich die jetzt gesammelt und kriege ich die auch in Wirklichkeit gut geschrieben? Ja, tatsächlich. Das haut also wirklich hin. Nee, wir wollen ja nicht alle Level freischalten. Ach, das geht wohl nur mit Geld. Tja, Comeback later, das heißt später wiederkommen für den freien Level Unlock. Ja, das heißt, das kann man also wirklich immer nur kurzzeitig spielen, das Spiel. Und ja, es ist auch bald zu Ende, wie man sieht. Also lange ist es hier nicht aktiv. Was haben wir denn hier? Für die Eltern eine Empfehlung. Sehr interessant. Und wenn wir hier im Store sind, ja, bringt uns das Ganze auch nicht viel weiter. Was haben wir hier bei den Kindern? Nichts. Können wir uns ja hier mal so ein Kind für ein bisschen Geld dazu holen. Ach Mensch, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch... Wo macht man das jetzt nochmal? War ich doch da eben drauf. Wenn wir hier irgendwo beim Store sind, muss es doch machbar sein. Oder wie war das jetzt hier? Wie war ich denn da? Bin ich denn da nochmal hingekommen? Bei denen hier? Achso. So, haben wir die gekauft. Halt. Können wir den auch nochmal kaufen? Und was kostet uns die? 400. Also eigentlich nicht viel. Dafür, dass man hier ruckzuck wählen kann, die Charakter. Ich weiß gar nicht, was uns das bringen soll, noch so richtig. Irgendwas muss es ja sein, aber wir können halt die Level dann nochmal von Anfang an spielen. Mal sehen, ob es irgendwie einen Unterschied gibt. Ich glaube, so richtig gibt es den nicht. Ja, Freunde, aber trotzdem ein sehr kinderfreundliches Spiel, wo man seinem Kind wirklich mal das Smartphone ruhig in die Hand geben kann, um die Langeweile mal zu überbrücken, wenn man gerade kein Nintendo dabei hat. Und Freunde, wer Bock hat, sich die App runterzuladen, ja, die gibt es kostenlos im Play Store, selbstverständlich. Link wie immer bei mir in der Beschreibung. Und viel Spaß damit und wir sehen uns natürlich bei der nächsten App-Review. Auf Wiedersehen.